Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben, aber ich musste einen kleinen Cut machen, weil sonst die Folge überhand genommen hätte. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass ich, ja, wenn wir dieses Rätsel jetzt schon lösen können oder könnten, dass ich da noch ein bisschen länger für brauchen werde. Ich wollte mich hier noch... Hatte ich das eben schon untersucht? Nee, okay, das habe ich eben nicht untersucht. Da können wir uns noch einiges angucken. Das ist ja... Eddie wollte seine delikate Arbeit nicht im Dunkeln tun. Toller Spruch. Wie weit reicht das Gordon-Anwesen eigentlich? Da habe ich keine Ahnung von. Reiner Alkohol. Ja, dann hau weg, ne? Die Blutflecken sind alt und eingetrocknet. Okay, könnten also theoretisch von ihr sein. Leer. Bereit für ein neues Exponat in Eddies Gruselkabinett. Könnte natürlich auch von den Tieren sein, fällt mir gerade so ein. Eddie möchte wirklich verzweifelt so ein großer Gordon wie Großvater sein. Angus und Eddie. Gemeinsames Töten schweißt eine Familie zusammen. Okay. Na gut, viel haben wir jetzt hier anscheinend nicht, was wir angucken können. Dann verlassen wir das Ganze mal. Ich habe nur gemerkt, dass man immer egal... Hallo? Darf ich mal? Jetzt. Egal, was man macht und egal, wo man ist, sollte man sich immer alle Ecken und Enden ansehen, weil man nämlich sonst sehr leicht etwas übersehen kann. Haben wir das schon mal geguckt? Nee, so intensiv konnten wir auf jeden Fall noch nicht gucken. Was zum... Ein Armeebuch. Es hat Angus gehört. Eine Seite ist markiert. Hier steht, wie man einen Kaiserschnitt durchführt. Bedeutet das, dass Angus... Cecilias Baby zur Welt brachte. Auf diese Weise bekam die Öffentlichkeit nichts mit. Grauenhaft. Das ist allerdings in der Tat richtig. Das hier muss der Traum jedes Psychiaters sein. Oder Albtraum. Da hat sie recht. Auch bei solchen Bildern hier. Ja, hier scheint ja ansonsten aber nichts weiter zu sein. Ich weiß nicht, muss ich mit ihr nochmal... Oh, dieses komische Weiße. Muss ich mit ihr nochmal sprechen? Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. Okay. Dann schauen wir uns das doch nochmal an. Also es lässt mich irgendwie nicht ganz los hier. Ich weiß nicht, warum man das angucken kann, also untersuchen kann, aber nichts passiert. Also denke ich mal, dass wir vorher irgendwas anderes machen müssen. Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um es einfach aufzubrechen. So, ich mal mir das jetzt mal eben ab. Ja, ich weiß, aber was soll ich tun? Da ist dieses Ding in die Richtung. Weil wenn ich das... Oh, das war die Kappe von meinem Stift. So, ich hoffe, dass ich dran denken werde, das rauszuschneiden. Ansonsten habt ihr jetzt das Geknister von meinem Stuhl gehört. So, wir schauen uns jetzt mal... Ja... Geh mal zum Schlüssel. Hallo. Geh doch mal da rein. Hallo, wie oft soll ich da drauf drücken? Was ist denn hier eigentlich? Es scheinen ein paar Teile zu fehlen. Aber wie viele? Ach so, das ist nur so diese allgemeine... Na gut, okay. Also, ich sehe überhaupt nichts wegen dem Untersuchen hier. Die Frage ist, können wir das Ganze so... Handhaben. Ja, aber das geht nicht, ne? Meinst du, das Ding hier ist ja variabel. Das können wir ja in eine andere... Ach so, nee. Das geht aber auch nicht. Obwohl... naja, doch... Eigentlich, ich glaube, ich habe einen Denkfehler, oder? Weil der Schlüssel
Kann man den so drehen? So. Der wird ja so quasi da reingesteckt. Das heißt... Komme ich da jetzt so ran? Nee, welches ist das jetzt hier? Das ist das untere. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment. Nee, das ist falsch. Das müsste... Oder? Doch, wenn das jetzt spiegelverkehrt wäre, müsste das oben sein und das Kreuz dann quasi hier unten hin. So, ne? Wenn es spiegelverkehrt ist. Wenn das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. So passt er nicht. Okay, es funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe jetzt echt irgendwie ein Denk... Ich stehe irgendwie gerade total auf dem Schlauch, habe ich so das Gefühl. Geh mal hier rein. Wenn das spiegelverkehrt ist. So. Ich muss meine Zeichnung jetzt mal spiegeln. Ach so. Nee. Nee, das Pinnchen zeigt zum Kreuz. Das ist richtig. Moment. Aber rechts ist noch was. Dieses Ding hier, das darf eigentlich nicht zu sehen sein. Das heißt, wir müssten alle quasi eins nach rechts drehen. Ist das jetzt richtig? Oh Gott. Moment. Das, das, das. Sollte, theoretisch. Aber ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht stimmt. So passt er nicht. Schade. Och Mann, das ist nicht euer Ernst, ey. Das Problem ist, wenn wir den drehen, haben wir den nie richtig rum. Weil das Ding muss nach da zeigen, aber gleichzeitig ja eigentlich auf dieser Seite sein. Und das ist ja das ist ja nicht möglich. Deswegen, entweder fehlt uns wirklich noch ein Teil, dass wir noch einen besorgen müssen. Ich meine, das sagt er ja, wenn wir hier oben hingehen. Es scheinen ein paar Teile zu fehlen. Aber wie viele? Oder hat das irgendwas damit zu tun, dass das hier nicht sein darf? Dass das irgendwie... Ich weiß es nicht. Wäre für mich jetzt sehr unlogisch, aber... Moment. Ach so, das war der. Ja, okay. Wir drehen das jetzt alles einmal die Runde. Wir können den mal davor stellen und das Kreuz mal davor stellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, aber... Ernsthaft jetzt? Wo war denn da jetzt der Unterschied? Ich verstehe es echt nicht. Aber na gut, wir nehmen es jetzt mal so hin. Vater Edward, du hast mich viele Male daran gehindert, meine Qual zu beenden. Doch diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich tue dies nicht für mich, sondern für mein Kind. Ein Kind, das es nie hätte geben dürfen. Kein Kind der Liebe, sondern der Grausamkeit. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Denn es hat nicht verdient, diese Welt
und diesen verfluchten Ort ertragen zu müssen. Cecilia Gordon. Okay. Was steht drin? Das Gefasel eines Wahnsinnigen. Er redet von einem Ort großer Macht in einem verlassenen Dorf. Sagt er auch, wo es ist? Leider nein. Nur, dass ihn dort seine, wie er es so charmant ausdrückt, Hure von einer Mutter zur Welt gebracht hat. Sein Geburtsort ist dieses Dorf? Dieser Ort der Macht? Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wo es ist. Das nicht. Aber seine Mutter muss den Ort kennen. Natürlich. Rosemary. Okay. Warum zeigt er uns das nochmal an? Interessant aus. Wissen wir auch nicht. Vielleicht kommt es ja irgendwie später. Ich weiß nicht. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir mal herausfinden, warum das so interessant aussieht. Weil er sagt immer nur, das sieht interessant aus. Aber er sagt halt nicht, warum es so interessant aussieht. So, erkunden Sie den alten Flügel, finden Sie das verlassene Dorf. Ja, eine Karte wäre jetzt nicht schlecht. Aber mit M haben wir keine, ne? Nee. Wobei, Moment. Aber die konnte man nicht mitnehmen, oder? Oh. Ah. Okay, können wir jetzt noch andere Sachen hier machen? Weil untersucht hatten wir das ja alles schon. Nee, können wir immer noch nicht. Okay. Ja, war jetzt mehr so als Spaß gedacht. Aber gut, wenn wir die mitnehmen können, ist natürlich wunderbar. Aber die Frage ist jetzt natürlich, hilft die uns auch? Hallo, geh mal ins Inventar, bitte. Ach so, den hatte sie mir gegeben. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn jetzt eigentlich her? Das Anwesen ist riesig. Kann das wirklich alles in meine Hände übergehen? Das ist es. Naja, gut, das ist es noch nicht so richtig. Hä? Wieso ist der jetzt hier reingegangen? Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, dann komm mal mit, Püppchen. Wir schauen mal hier hinten, was da so alles ist. Oder auch nicht, weil wir hier nicht weiterkommen. Hä? Okay. Warum nicht? Muss ich noch mit dir sprechen? Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. Tja. Hier hinten geht der auch wieder nicht weiter, ne? Wieso können wir denn da hinten nicht... Oder Moment, da geht's runter. Hä? Nee? Ich dachte, ich kann nur nicht, weil da rechts jetzt eine Mauer ist. Schade. Wieso kann ich den da nicht runter? Was soll denn der Quatsch? Moment, untersuchen. Uah, das stinkt. Da unten riecht es nach Tod. Dieser Gestank führt uns vielleicht genau dahin, wo wir hin müssen. Glauben Sie, zum Spiegel müssen wir durch diesen Abgrund? Möglich. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was dort unten ist. Ja. Sie hat doch eine Kerze. Aber die wird sie wahrscheinlich nicht abgeben wollen, ne? Streichhölzer? Kann man damit was machen? Ein Abschiedsgeschenk meiner Mutter. Um mir den Weg durch das Dunkel zu zeigen, meinte sie. Ja, wieso hat sie dann kein Feuerzeug verschenkt, anstatt nur hier so lausige Streichhölzer? Hm. Das geht hier nicht weiter runter. Kann man nicht die Fotografie irgendwie anzünden oder so? Keine Ahnung. Anzünden? Moment. Lass mich mal eben durch. Wir hatten doch irgendwo... Nee, da war es mal nicht. Ach, geh doch mal um das Ding rum. War das nicht hier? Vielleicht kann ich eine Lichtquelle basteln. Eigentlich solltest du mir nur sagen, was da drin ist. Aber okay. Ah, Moment, in die Flasche gießen. Prost. Okay. Vorsicht. Sieht mir jetzt aber weniger nach einer Lichtquelle aus. Schmeiß rein, es explodiert gleich. Oh, er macht sogar. Ja. Hier sind die Teile gelandet, die Eddie nicht brauchte. Oh, wer weiß, wie tief dieser Abgrund ist.
Oder wie groß die Höhlen sind. Das Schloss könnte über dem Aufbewahrungsort des Spiegels erbaut worden sein. Sieht aber nicht so aus, als würden wir von da unten hinkommen. Ich glaube, wir sollten weiter. Es sei denn, Sie möchten sich noch mehr umsehen. Tja. Finden Sie das verlassene Dorf. Das heißt, wir sind jetzt hier fertig, oder wie? Können wir jetzt sozusagen wieder zurück, wie wir gekommen sind? Wie sind wir denn überhaupt? Ach so, da. Kommt die mit oder bleibt jetzt da stehen? Will sie sich da die Leichen angucken, oder? Mr. McKinnon. Master David? Miss Faber? Verzeihen Sie, aber Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Schlaf vertragen. Nach dem, was ich im alten Flügel heute miterlebt habe, werde ich wohl nie wieder gut schlafen. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Nein, Sir, das glaube ich nicht. Wie geht es Eddie? Master Eddie ist im Bett. Er hat es bequem und kann keinen weiteren Schaden anrichten. Ich würde gerne mit ihm reden, damit wir verstehen, warum er das getan hat. Lady Margaret ist im Augenblick bei ihm. Ich fürchte, er ist nicht in der Verfassung, Antworten zu geben. Okay. Ich hoffe, Sie finden etwas Schlaf. Danke, Sir, hoffe ich auch. Ach, Rory, der Gärtner, wollte Sie übrigens sprechen. Er ist in der Bibliothek. Danke für die Information. Okay, in der Bibliothek. Jetzt bin ich so lange da draußen gewesen. Ja, dann geh auch dahin, wo ich hin will. So, war das jetzt die Bibliothek oder kommen wir da jetzt auf der komplett anderen Seite aus? Ich weiß es wie immer nicht. Nein, das war... Aber wir sind zumindest... Moment, hier war dann die Bibliothek, oder? Perfekt. Ist er das? Hallo. Nein, du sollst sprechen. Hallo, Rory. Was machen Sie denn so spät noch in der Bibliothek? Weiß nicht genau. Bin aufgewacht. Irgendwas. Ein Gefühl zog mich hierher. Verstehe. Ich weiß, ich war vorhin keine große Hilfe. Mir fällt's schwer, Leuten zu vertrauen. Ach, so wie ich diese Familie erlebt habe, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Edwards Tagebuch erwähnt ein altes, verlassenes Dorf hier in der Nähe. Das kenne ich, war aber schon seit Jahren nicht mehr da. Ein ziemlich gruseliger Ort ist das. Was ist dort passiert? Wieso ist es verlassen? Die Leute dort wurden getötet. Alle. Über Nacht dahingerafft. Niemand geht mehr dorthin. Außer Edward damals. All. Wodurch wurde das Dorf zerstört? Waren es die Druiden? Die Druiden und der schwarze Spiegel? Ei, ei, so war's. Sie bekamen, was sie wollten. Sie vertrieben die Römer. Ei, das taten sie. Aber zu einem Preis, einem hohen Preis. Können Sie uns zum Dorf bringen? Nein, Junge, kann ich nicht. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und ohne Karte ist es in den Wäldern nicht sicher für euch. Ich kann euch über den See bringen, wenn ihr den Weg kennt. Wir haben eine Karte, auch wenn ich die nicht lesen kann. Okay. Ja. Was machen wir jetzt? Kann ich mit ihr nochmal sprechen? Wir müssen dieses verlassene Dorf finden. Es ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Und ich glaube, Lady Margaret und Angus werden auch weiterhin keine Hilfe sein. Aber dem Tagebuch nach müsste ihre Urgroßmutter wissen, wo es ist. Ach ja, stimmt. Ja, da steht immer noch nur, wir sollen es finden. Aber die, ja, aber wo ist die? Wo ist die?
Hier ist gar keine Tür mehr, dass ich raus kann, oder? Hallo, wo ist die denn jetzt hingelaufen? Kommt die nicht mit? War hier keine Tür? Kann die mal mit mir mitkommen hier? Ich glaube, da war wirklich... Also, da sie jetzt nicht mitkommt, gehe ich mal davon aus, dass wir hier überhaupt gar nicht rumlaufen sollen. Weil ich nehme mal an... Ja, gehst du auch mal weiter? Hallo? Du musst dich schon bewegen, damit du wieder zur Treppe kommst. So. Da kommt sie endlich. Dann gehen wir mal hier raus. Oder auch nicht, weil der so komisch läuft. Okay. Ich habe hier irgendein Geräusch gehört. Weiß aber nicht wo. Unten kommen wir, glaube ich, zu dem gleichen wieder hin. Also gehen wir mal oben rum. Tja. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz oben an. Kommt sie mir noch hinterher? Ah, doch, sie folgt mir noch. Wir fangen mal ganz oben an und gehen einfach mal systematisch alle Räume durch. Oder? Nee, Moment. Die ist ja da geblieben. Ach, ich bin auch so blöd. Natürlich, die ist doch auf dem Dachboden geblieben. Die wollte doch nicht weg. Jetzt liegt sie da auf dem Boden. Entschuldigung, dass ich über ihre... Was ist das? Guck dir erst noch mal an. Die arme Frau. Wie konnte Edward das seiner eigenen Mutter antun? Er war unmenschlich. Ein Monster. Was ist denn das? Rose? Rosemary. Ich bin's, David. Du musst uns helfen. Das Dorf, wo Edward geboren wurde. Kannst du es uns auf der Karte zeigen? Schaffst du das? Ach, nichts. Als wäre sie in einem Kokon. Eine Sekunde. So, jetzt. Ja, Moment. Ich bin noch gar nicht drauf vorbereitet hier. Da! Da befindet sich das Dorf. Gordons Menschen? Das müsste reichen, damit Rory uns hilft, das Dorf zu finden. Wir brauchen ein Boot, um den See zu überqueren. Am Ufer ist eins. Okay. Ja, erreichen Sie das verlassene Dorf. Dann würde ich jetzt aber eigentlich mal sagen, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß nämlich nicht, was uns alles da auf dem oder in dem verlassenen Dorf erwartet. Achso, ja, eine Sache wollte ich noch vorher anmerken. Ist eigentlich jemandem aufgefallen, dass es um Rosemary geht und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sie den Kaiserschnitt bekommen hat? Das war jetzt richtig, oder? So Rosemarys Baby? Nur so als kleinen Gedankenanstoß. Fiel mir nämlich eben auf, als darüber gesprochen wurde. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal für heute von euch und wir sehen dann in der nächsten Folge weiter und werden dann hoffentlich auch direkt das verlorene Dorf finden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!